Hallihallo und willkommen. Mich hat jemand auf Facebook gefragt, ob ich ihr helfen kann. Sie hat nämlich immer sehr elektrisches Haar und daher dachte ich mir, ich recherchiere mal ein bisschen und gucke mich mal im Internet ein bisschen um und auch auf englischen YouTube-Kanälen und keine Ahnung, auf Google, was auch immer und schaue, ob ich Hilfe für sie finde. Da ich selber an dem Problem eigentlich überhaupt nicht leide, außer jetzt, wenn es wirklich sehr kalt draußen ist und drinnen sehr warm oder ich einen Pullover über den Kopf ziehe, musste ich mich da im Internet mal ein bisschen umgucken, weil ich, ja, wie schon gesagt, das Problem selber nicht habe. Und ich habe 8 Tipps gefunden, die mir sehr hilfreich vorkommen, einfach weil mehrere verschiedene Leute gesagt haben, dass diese Tipps ihr geholfen oder ihnen geholfen hat. Daher bleibt dran, dann erfahrt ihr jetzt die 8 Tipps. Tipp 1 wird sich um Haarbürsten drehen, weil ganz oft haben Leute, die jetzt wirklich sehr starke Probleme mit elektrischen Haaren haben, das Problem, dass sie die falsche Haarbürste benutzen. Ganz großes Problem, wenn ihr elektrisches Haar habt oder darunter leidet, nehmt keine Haarbürste, die aus Plastikköpfen besteht, jetzt so wie zum Beispiel den Tangle Teaser. Der hat ja hier Plastik, ist dann nicht so gut für euch. Nehmt lieber sowas. Das hier sind so Naturhaarbürsten, also das hier sind zum Beispiel Schweineborsten, die kriegt ihr im Drogeriemarkt oder ähnliches. Was es jedoch auch gibt, und das ist jetzt wirklich, das habe ich auf YouTube gesehen, es hat eine vorgestellt und die hatte wirklich sehr stark elektrisches Haar und die hat diese Bürste benutzt und die elektrischen Haare waren weg. Diese Bürste kostet 30 Euro auf Amazon. Und das ist eine Haarbürste von Braun und zwar eine Ion-Technologie-Bürste. Ich werde euch das Bild gleich verlinken. Ich werde euch auch unten in der Kommentarbox reinschreiben, wo ihr die auf Amazon findet. Und die ist im Prinzip ganz einfach. Ist eine ganz normale Haarbürste. Da macht ihr Batterien rein, 2 Stück. Schaltet die an, wenn ihr durchbürstet und diese Ionentechnologie neutralisiert die Elektrizität eurer Haare und eure Haare sind nicht mehr elektrisch geladen, wodurch dieses Fliegen nicht mehr kommt. Und ich fand es richtig cool. Also wenn ich wirklich stark darunter leiden würde, würde ich mir diese Bürste kaufen, weil sie wirklich so ausgesehen hat, als würde sie tipptopp funktionieren. Ja, das wäre mein erster Tipp gewesen. Kauft, wenn ihr euch so eine kauft, müsst ihr halt auch mittlerweile damit rechnen, dass es 7 oder 10 Euro sind. Aber wie schon gesagt, ihr müsst halt einen Wert daran setzen, wie wichtig es euch ist, dass eure Haare nicht mehr elektrisch sind. Das wäre Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Ganz viele Leute, die elektrische Haare haben, haben das Problem, dass ihre Haare zu trocken sind. Das heißt jetzt nicht primär, dass eure Haare irgendwie trockene Spitzen haben oder sich trocken anfühlen, sondern einfach, die sind einfach von Natur aus ein bisschen trockener und nehmen Feuchtigkeit nicht so gut auf. Und daher wäre es ganz cool, wenn ihr einmal in der Woche, am besten am Wochenende, euch eine Haarkur reinmacht. Das muss jetzt nicht unbedingt eine gekaufte sein. Am besten funktioniert es wirklich, wenn ihr ein Eiweiß und einen Esslöffel Öl miteinander verrührt. Das vor allem in die Spitzen und dann so nach oben einmassiert. Nicht unbedingt auf die Kopfhaut, sondern eher einfach auf die Haare drauf schmiert. Handtuch drum und dann 30 Minuten einwirken lässt und dann mit relativ kühlem Wasser ausspült, damit es eigentlich anfängt zu stocken. Dieser Trick soll super funktionieren, das haben 2 Leute gesagt. Ein YouTuber hat es gesagt, ich weiß leider nicht mehr wer, aber auch stand auf irgendeiner Google-Internetseite, dass das halt wirklich gut funktionieren soll, weil dieses Eiweiß und dieses Öl hilft einfach, eure Haare mehr Feuchtigkeit zu geben, dass sie die besser speichern können und dadurch wird euer Haar auch nicht mehr so elektrisch. Also das wäre mein Tipp Nummer 2 gewesen. Ich werde die Kur wahrscheinlich sogar selber morgen mal testen und auch ein Video reinstellen und euch dann sagen, wie ich persönlich sie fand. Weil diese Kur soll ja nicht nur, oder soll laut Internet nicht nur helfen für die Leute, die diese elektrischen Haare haben, sondern auch für die Leute, die Friss haben oder an Friss leiden. Und da ich eher Probleme mit Friss habe, werde ich diese Haarkur morgen testen und sie dann auch nachträglich nach unten verlinken. Tipp 2. Tipp Nummer 3 und meiner Meinung nach der wichtigste Tipp von allen, und zwar betrifft es euer Shampoo und wie ihr eure Haare wäscht. Weil das ganz große Problem ist, vor allem jetzt, das betrifft jetzt natürlich die Menschen, die jetzt wirklich darunter leiden, dass ihre Haare immer elektrisch aufgeladen sind. Und zwar wahrscheinlich benutzt ihr auch einfach grundsätzlich das falsche Shampoo.
Viele Leute, die elektrische Haare haben, haben auch manchmal das Problem, dass sie an fettigen Haaren leiden und deswegen kaufen sie antifettendes Shampoo, also extra Shampoo für fettiges Haar. Und das ist das Falscheste, was ihr tun könnt, weil in solchen Shampoos ist ganz oft Alkohol drin. Alkohol trocknet eure Haare aus und entzieht euren Haaren Wasser, was dann wieder dafür sorgt, dass ihr elektrische Haare habt, häufiger mit den Fingern durchgeht und dann eure Haare fettig werden. Zum Beispiel, wenn ihr das von Frizz Easy nehmt, von John Frieda, da steht zum Beispiel hinten in den Ingredients auch drin, dass da Alkohol drin ist. Das heißt, wenn ihr euch ein Shampoo kauft, guckt euch die Ingredients hinten an und schaut mal, ob da Alkohol drin ist. Ist da Alkohol drin, würde ich es nicht wirklich kaufen. Zudem gibt es noch ein anderes spezielles Ingredients, das ganz wichtig ist für die Leute, die elektrisches Haar haben. Nämlich manche Shampoo-Hersteller produzieren extra auch für Leute, die elektrische Haare haben. So zum Beispiel auch Gul. Das habe ich daran erkannt, weil, wenn ihr hinten bei den Ingredients mal guckt, da gibt es ein Schlagwort, das ihr euch merken müsst. Und zwar heißt das Quad, also Quat. Ich schreibe es nachher nochmal in die Kommentarliste. Wenn ihr hinten auf den Ingredients guckt und irgendein Wort, in dem dieses Quad drin ist, dann kauft euch sofort dieses Shampoo. Zum Beispiel hier in Ghoul ist drin Quaternium 18. Und zwar Quad ist ein Mittel, das Shampoo-Hersteller benutzen, das dafür sorgt, dass euer Haar sich nicht elektrisch aufladen kann. Das heißt, schnappt euch das nächste Mal, wenn ihr ein Shampoo kauft, guckt euch hinten mal drauf, was da drin ist. Vor allem schaut nach verschiedenen Shampoo-Marken, weil zum Beispiel jetzt das hier ist das Ghoul Color, da ist es drin. Es könnte jetzt natürlich sein, dass es in, keine Ahnung, Ghoul Antifetten zum Beispiel nicht mehr drin ist. Da müsst ihr mal nachschauen, je nach Produkt kann es auch manche haben oder nicht. Ich weiß zum Beispiel, einem im Internet hat gesagt, dass von John Frieda gibt es eins, ich glaube Feuchtigkeit, da ist es zum Beispiel dann drin. Deswegen, das nächste Mal, wenn ihr Shampoo kaufen geht, guckt hinten auf die Ingredients drauf und kauft am besten ein Shampoo, das für trockenes Haar ist oder strapaziertes Haar ist, weil das für trockenes Haar sorgt ganz oft dafür, dass eure Haare die Feuchtigkeit besser aufnehmen können und daher diese Elektrizität nicht kommt. Das wäre mein Tipp für euch, der euch hoffentlich ein bisschen hilft. Ich fand ihn ziemlich gut. Der war für mich auch chemisch gesehen sehr logisch, dass ihr einfach nach den Shampoos gucken müsst, die extra für eure Haare gemacht sind. Also schaut das nächste Mal, ob ja nach einem Feuchtigkeitsshampoo zum Beispiel, was auch ganz gut ist für die Leute, die elektrische Haare haben. Die bekommen es auch ganz oft, weil sie zu viele Produkte in den Haaren haben und zu viele Sachen, die den Haaren nicht gut tut. Das heißt, schaut euch mal zum Beispiel die Shampoos von Balea an, die auch alle silikonfrei sind, weil das ist auch noch mal ein Tipp für euch. Schaut euch silikonfreie Shampoos an. Okay, das wäre mein Tipp Nummer zwei gewesen, Nummer drei gewesen. Tipp Nummer 4 betrifft auch nochmal im Prinzip beim Haarewaschen einen Punkt. Und zwar soll der Tipp wirklich super gut funktionieren und er scheint mir auch logisch. Und zwar, wenn ihr eure Haare wascht, wascht ihr im Prinzip ganz normal mit Shampoo, Spülung, was auch immer. Und dann stellt euch in eure Dusche am besten eine Flasche Mineralwasser, also mit den Sprudeln drin. Und zwar, wenn ihr fertig seid mit Haare waschen, werft am besten eure Haare über euren Kopf, weil Sprudel ist jetzt kalt, ist ja nicht aufgewärmt, und gießt ein bisschen Sprudelwasser über eure Haare, jetzt nicht die ganze Flasche, sondern eher so ein Glas, so 250 Milliliter, über eure Haare. Und dann könnt ihr ganz normal rausgehen und eure Haare trocknen, blablablub. Weil dieses Sprudel ist nicht so sauer wie das Wasser, das von oben runterkommt. Das ist ein bisschen pH-neutraler. Das heißt, es ist freundlicher für eure Kopfhaut und für eure Haare. Das Sprudelwasser wird von euren Haaren auch besser aufgenommen als das säurelastige Wasser, was von der Dusche herkommt, was euch auch ein bisschen dann ja durch diese Säurelastigkeit Wasser, also im Prinzip aus euren Haaren rauszieht. Deswegen nehmt das Sprudelwasser. Das befeuchtet eure Haare besser. Ich weiß, das klingt blöd, weil ich meine, ihr habt nasse Haare, aber das Harnwasser im Prinzip wird von euren Haaren nicht so gut aufgenommen wie Sprudelwasser. Also Sprudelwasser rein und das soll euch helfen, dass eure Haare nicht zu elektrisch sind. Tipp Nummer 5 betrifft jetzt den Weg, wenn ihr mit dem Duschen fertig seid und rauskommt. Und zwar viele von euch, natürlich so wie jeder, nimmt eine Hand hoch und rubbelt dann seine Haare trocken, weil er sie jetzt gleich föhnen möchte oder was auch immer.
Das solltet ihr geplagten elektrischen Haare Leute nicht tun, weil eigentlich sollte das niemand von uns tun, weil das Problem ist natürlich, ein Handtuch ist, hat keine glatte Oberfläche, sondern eine raue Oberfläche. Das heißt, wenn ihr eure Haare trocknet und dann so rumrubbelt mit dem Handtuch, macht ihr das ja eigentlich, um eure Haare zu trocknen. Und das große Problem ist jetzt, dass ihr damit automatisch eure Haare schon mal aufladet und sie natürlich anraut, wodurch das Wasser verloren geht, was euch helfen sollte gegen elektrische Haare. Also was jetzt tun? Ich meine, ihr könnt ja jetzt nicht irgendwie eure Haare tropfen lassen. Nein, ihr nehmt einfach ein T-Shirt. Irgendein altes T-Shirt, was ihr jetzt nicht unbedingt jeden Tag tragen wollt. Kann auch von eurem Dad, von eurem Freund, von eurem Bruder, von wem auch immer, von euch sein. Einfach so ein altes Tuch nehmen, Handtuch nehmen, weil natürlich das hat eine glatte Oberfläche. Und dann nehmt ihr einfach das Haar und trocknet es jetzt so. Im Prinzip so, wie ihr es mit dem Handtuch machen würdet, nur ihr macht es jetzt mit einer glatten Oberfläche, die eure Haare nicht elektrisch auflädt. Und zudem, ich habe es jetzt auch schon gemacht, weil es einfach besser für die Haare ist, auch für die Leute mit Frizz. Das Gute ist, das nimmt sogar mehr Wasser auf als ein Handtuch. Jetzt ist es natürlich so, wenn ihr so seid wie meistens ich, die nicht irgendwie rumrubbelt, sondern einfach nur die Haare ins Handtuch einwickelt und dann so lässt, bis sie fast trocken sind und dann einfach das Handtuch runterzieht, dann ist es natürlich egal. Aber wenn ihr echt so seid, dass ihr sagt, ihr kommt aus der Dusche raus morgens, ihr trocknet die Haare jetzt, dass die Handtuch trocken sind und föhnt sie, dann nehmt bitte ein T-Shirt. Das trocknet auch teilweise schneller als das Handtuch, ist besser für eure Haare, sorgt dafür, dass sie nicht von Anfang an elektrisch aufgeladen sind. Ja, das wäre mein Tipp für euch. Okay, wenn ihr die bisherigen Tipps noch nicht befolgt habt und ihr habt halt jetzt blöderweise elektrische Haare, hilft auch Haarspray. Klar, wenn ihr sie offen habt, wollt ihr eure Haare jetzt nicht einsprayen mit Haarspray, weil dann habt ihr noch, keine Ahnung, Haarspray-Haare und das ist jetzt unbedingt, nicht auch unbedingt das Coolste. Aber was ihr machen könnt, ihr nehmt einfach eure ganz klassische Bürste, welche auch immer ihr habt, und sprüht einfach Haarspray auf die Bürste drauf und kämmt dann eure Haare. Dadurch bekommt ihr keine Haarspray-Frisur. Aber das Haarspray sorgt dafür, dass eure elektrischen Haare an die anderen Haare gebunden sind und deswegen nicht so rumfliegen und euch im Gesicht nerven oder so. Ja, ist ein super Trick. Mache ich mittlerweile auch manchmal. Jetzt nicht unbedingt wegen elektrischen Haaren, aber dadurch halten die Haare auch ein bisschen besser ihre Standfestigkeit. Dadurch verliert ihr dann nicht Volumen oder sowas. Also ich mache es ganz gerne. Ich finde es ganz cool. Ja. Könnt ihr ja mal ausprobieren, wie es bei euch funktioniert. Ich finde es ganz praktisch. Ist auch ein bisschen ja, besser als dieser ganz klassische Trick, wo ihr Handcreme in die Hand nehmt und dann so durch die Haare geht. Das macht natürlich die Haare manchmal ein bisschen fettig, wenn ihr zu viel habt. Und das ist auch nicht unbedingt die super Lösung. Das dagegen ist eine relativ gute Lösung. Also könnt ihr mal ausprobieren. Tipp Nummer 7 dreht sich jetzt ums Haareföhnen. Natürlich, wenn ihr unter elektrischen Haaren leidet, ist es so ziemlich das Unpraktischste, was ihr tun könnt, wenn ihr eure Haare föhnt nach dem Duschen. Ich verstehe es natürlich, wenn ihr morgens eure Haare wascht und ihr müsst in die Schule oder in die Arbeit oder in die Uni oder wo auch sonst hin, könnt ihr jetzt sie nicht ja, Luft trocknen lassen. Das wäre natürlich das Idealste, was ihr tun könnt. Was ihr aber tun könnt, wenn ihr sie jetzt wirklich föhnen müsst, wäre A. Benutzt was für die Haare und zwar nicht einen klassischen Hitzeschutz, den ihr normalerweise fürs Glätten oder so benutzt, sondern benutzt wirklich eine Föhnlotion. Ihr seht es hier, die ist von Garnier Ultra Beauty, die benutze ich ab und zu, wenn ich meine Haare föhne. Die ist extra fürs Föhnen gemacht, die sorgt dafür, dass eure Haare nicht so stark austrocknen durch das Föhnen und sie ist meiner Meinung nach auch, ja, auch dafür gemacht, dass sie eure Haare nicht so elektrisch aufladen lässt. Das heißt, dann kauft euch doch dieses Ultra Beauty Föhnlotion, ist natürlich auch ein Hitzeschutz, ist aber jetzt extra fürs Föhnen ausgerichtet. Und was ihr noch tun solltet, wenn ihr schon föhnt, nicht unbedingt die heißeste Stufe wählen. Dann steht doch bitte 5 Minuten früher auf morgens und macht es nicht auf der heißesten Stufe, sondern föhnt eure Haare kalt trocken. Ich weiß, ist nicht unbedingt angenehm, wenn ihr morgens aufsteht, aus der warmen Dusche kommt und dann eure Haare kalt föhnt. Aber das ist wirklich das Beste, was ihr für eure Haare tun könnt, wenn ihr sie kalt föhnt oder dann mindestens auf der niedrigsten Hitzestufe. Weil das trocknet eure Haare dann nicht so extrem aus und lädt sie dann auch nicht auf. Also das wäre mein Tipp für euch.
Mein letzter Tipp, Tipp Nummer 8, ist jetzt nicht unbedingt was für jeden Tag und auch vielleicht nicht unbedingt ja, das Beste, aber was natürlich hilft, ist, wenn ihr eure Haare glättet. Wenn ihr sie glättet, zieht ihr automatisch die Elektrizität raus und das hilft natürlich super. Jetzt weiß ich natürlich, ihr könnt nicht jeden Tag eure Haare glätten. Das ist daher eher ein Tipp für die Leute von euch, die nicht ganz so stark unter elektrischen Haaren leidet. Für die Leute, die, so wie jetzt zum Beispiel ich leide unter elektrischen Haaren eher, wenn es jetzt wirklich draußen kalt ist und drin warm ist oder ich einfach einen Schal über meinen Kopf ziehe oder einen Pullover und das dann einfach eher eine kurzfristige Sache ist. Dann funktioniert das Glätten, was dann auch funktioniert. Ich habe es jetzt bei mir selber ausprobiert. Bei mir hat es funktioniert, bei meiner Schwester, die unter sehr elektrischen Haaren leidet, hat es leider gar nicht funktioniert. Aber was für alle anderen funktioniert, so wie mich, sind von Lenore Trockentücher. Also die müssen nicht von Lenore sein, könnt ihr von jeder Marke nehmen. Trockentücher, das einzige Problem, was die haben natürlich einen Eigengeruch. Ich habe aber jetzt beim DM welche gesehen, von der DM Eigenmarke, und die haben noch gar nichts gerochen. Das heißt, wenn ihr jetzt, das ist eher ein Tipp dann für den Winter, wenn ihr jetzt wirklich dieses Problem im Winter habt durch die Heizungsluft, dann kauft euch doch die vom DM oder von Lenore oder von Müller, keine Ahnung. Und packt die in eure Handtasche, weil die nehmt ihr dann einfach, wischt kurz über eure Haare drüber und dann ist die Elektrizität weg. Wie schon gesagt, bei den Leuten, bei denen es echt jeden Tag so ist und wo jeden Tag elektrische Haare hat, funktioniert dieser Tipp jetzt nicht allzu ideal, aber für alle anderen schon. Okay, das wären meine 8 Tipps gewesen. Ich hoffe, sie haben euch geholfen. Wie schon gesagt, selber konnte ich sie nicht wirklich ausprobieren, da ich unter diesem Problem nicht leide. Aber ich habe mich wirklich sehr gut erkundigt heute, habe mir mehrere Berichte angeguckt, mehrere Friseurdinger und auch ein paar verschiedene YouTuber auf Englisch und ein paar auf Deutsch. Und das waren die 8 Tipps, die für mich den Eindruck gemacht haben, dass sie wirklich am allerbesten helfen und die auch euch vermutlich am besten helfen. Und es würde mir ja, sehr gut gefallen, wenn die, die jetzt wirklich elektrische Haare haben, diese Tipps vielleicht auch mal ausprobieren würden und mir dann einfach in der Kommentarbox oder auf Facebook schreiben, ob ihnen die denn irgendwie geholfen haben. Weil es würde mich schon interessieren, ob ich euch helfen konnte. Okay, dann wünsche ich euch noch eine gute Nacht und ich hoffe, es hat euch so wie immer bisher, wie es mir aufgefallen ist, gefallen. Und ja, ciao.